Herzlich willkommen zurück zum Oberbringer, dem Fadenschwinger Miles Morales und seinem Sidekick. Das ist denn meine Wenigkeit. So, wir müssen ja einmal zu unserem Onkel Derek, der alias der Prowler. Ja, jetzt ist der Schurke, ich weiß nicht, wird der Schurke vielleicht zum Held? Wird er später wieder kriminell? Schwierige Frage, ne? Es kann sowohl als auch. Also Derek könnte natürlich unser Freund werden, beziehungsweise wir sind ja Familie. Aber er könnte natürlich auch wieder unser Feind werden. Ich weiß nicht, wie sich die Geschichte entwickelt. Ach Mann. Die Story ist für mich so unvorhersehbar. Wie jede Geschichte. Aber ich warte auch immer auf diesen absoluten Mindfuck, wo sich dann einfach die Geschichte um 180 Grad ändert. Mal ein paar Stunts machen fürs Level, wa? Wir müssten eigentlich... Pass auf. Wir müssten eigentlich nebenbei noch ein paar von unseren Missionen hier machen, um die Aktivitätsmarken noch zu ergattern. Denn wir haben ja noch eine kleine Strecke vor uns. Da könnten wir doch ein bisschen was nebenbei machen, ne? Wie wär's denn damit? Hallöchen, mir fehlen ein paar Vögel. Kannst du helfen? Howard. Howard? Ah, der Taubenmann. Pete hat mir von ihm erzählt. Mal sehen, was es gibt. Ja, Howard, der hat sie nicht mehr alle beisammen. Der hat einen Vogel, aber dem der fehlt ihm zurzeit. Gucken wir mal, ob wir Howard da aushelfen können. So. Das hat mich jetzt natürlich sehr nach vorne gebracht. Okay, wir haben Venom-Sprung. Jetzt habe ich den zum ersten Mal hingekriegt. Ah, reicht nicht, ist zu weit weg. Ah. So, dann wollen wir doch mal schauen. Was können wir denn für den guten Howard machen? Taubenzüchter. Na, Howard? Du hast echt Stil, junger Mann. Ah, danke, danke. Ich gehe bei C&A shoppen. Fällt vielleicht nicht so auf. Na, jetzt darf ich mit dir nicht mehr reden. Was ist los? Hey, Howard. Ich bin der andere Spider-Man. Schön, dich kennenzulernen. Und danke für die Hilfe. Drei Vögel sind verschwunden. Ich mache mir Sorgen wegen der Kälte. Ich kann sie aufspüren. Hast du etwas... was ihm gehört? Federkleid? Perfekt. Okay. Ich komme wieder. Okay, wir haben glücklicherweise die Datenanalyse. Denn an der Feder selbst, das könnte ja jede Taube sein. Howard-Protokoll aktiviert. Howard-Protokoll? Willkommen zu Taubeninfos. Sie erhalten jeden Tag spannende Fakten zu Tauben. Oh nein, nein, nein. Abmelden. Anmeldung. So. Bestätigt. Verarscht uns, Genki? Ein zweiter Schlag. Howards Tauben etwa gestohlen? Er sollte denn Tauben stehlen? Und warum? Die Spuren verlaufen in drei Richtungen. Es sollte allen folgen. Okay, gehen wir erstmal rechts lang, ne? Irgendwo müssen wir ja den Anfang machen. So. Aber wieso sollte man denn Tauben klauen? Und zum Essen vielleicht. Ein frischer Tatort. Wohl ein Einbruch. Dritter Einbruch diese Woche. Das könnte glatt ein neuer Rekord werden. Das ist leider nicht witzig. Okay. Ein frischer Tatort. Ist die Polizei gegen uns oder mit uns? Mit uns. Freund und Helfer. Wir machen ja auch 90% ihres Jobs. Hallo Officer. Was ist passiert? Kann ich helfen? Dort wohnt eine Bugle-Reporterin. Es wurde alles durchwühlt, aber gestohlen wurde nichts. Sie haben anscheinend nicht gefunden, was sie wollten. Ich seh's mir an. Vielleicht habe ich mehr Glück. Oh, ich muss gehen. Schwingen oder so. Muss ich jetzt die Taube fangen? Diese Vögel sind schnell. Was fressen die? Kaffee? Zucker? Flugzeugbenzin? Nummer 1. Wie geht das aus? Hab dich.
Hey Howard. Haben wir die jetzt im Rucksack gesteckt oder was? Ist ganz schön munter. War sicher Peggy, die hat Pep. Sie findet den Weg zurück, Spider-Man. Zeig ihr nur die Richtung. Mach ich. Okay, ich sollte zurück zum Schlag und die anderen Vögel... Was genau meint er mit die hat Pep? Ja, das kann man jetzt so und so verstehen. Auf jeden Fall hat die Kerosin gefressen. War bestimmt am Flughafen unterwegs. Gut, die haben wir zurückgebracht. Ist die hier schon drin? Können wir die sehen? Nee. Okay, dann holen wir uns mal die nächste. Hui. Noch eine Taube. Sie hat eine Nachricht. Nein, Vögelchen! Nein, nein, nein! Taubenfakt 2. Böse Taube. Steht echt auf Tauben. Im Zweiten Weltkrieg wurden 200.000 Brieftauben eingesetzt. Sie überbrachten Nachrichten unter schwierigsten Bedingungen und retteten so unzählige Leben. Das. Da! Komm her! Halt still! So, die haben wir noch gekriegt. Okay. Was steht da? Müssen wir die auch noch zurückbringen? Change of plans. We're moving now. Okay. Was auch immer sie über deine Tauben geplant haben, sie wollen jetzt loslegen. Wenn es ihnen um schnellere Kommunikation geht, könnte ich mir leichtere Methoden vorstellen. Du hast wohl recht. Ich werde weitersuchen. Ich melde mich. Eine noch. Ist aber nicht verkehrt. Handys kannst du abhören, Briefe kannst du abfangen. So eine Taube zu erwischen, oder dass die überhaupt eine Nachricht hat, ist ja, ich sag mal, da gehst du gerade in der Großstadt nicht unbedingt von aus. Also würde ich jetzt sagen, das ist eigentlich ein cleverer Weg, um geheime Botschaften zu übermitteln. Ja, dass die Polizei dir da nicht auf die Schliche kommt. Für ehrliche Kriminelle. Aber wie ich gesagt habe, Handys kannst du abhören. Die haben sich die Taube, haben sie sich geschnappt, weil sie die, weil sie Angst hatten, dass ihre Handys abgehört werden. Und darüber wollten sie ihre Kommunikation starten. So. Wie wir es uns gedacht haben, ne? Okay. Daily Bugle. Tomorrow night, roof be there. Also morgen Nacht auf dem Dach soll irgendwer da sein. Morgen Abend, Dach, sei da. Ein Bugle? Okay, können wir weglegen. Irgendwer will auf dem Bugle sein. Langsam freue ich mich drauf. Peter Parker mochte Tauben überhaupt nicht, bah, bis er Howard traf. Wieso habe ich die denn nicht gekriegt? Komm her hier. Howard, ich habe alle Tauben. Leider setzt deine Gang sie als Boten ein, um Einbrüche zu planen. Oh nein. Hast du bitte auch gute Nachrichten? Ja, ich weiß, wo sie sein werden. Beim Bugle. Ich muss sie erledigen und deine Tauben retten. Klasse. Gib ihnen Zunder, Spider-Man. Das kriegen wir doch hin. Einbruch beim Daily Bugle zu verhindern. MJ wäre stolz. So. Da, oh, da sind wir schon. Da sind sie alle. Die Tauben waren fleißig. Aber was wollen die beim Daily Bugle? Kann ich da rüber? Nee, die Antenne leider nicht. Na? Möchte ich hier hochholen?
Okay, den haben wir. Jetzt wäre die Frage mit den beiden, ne? Nee. Können wir den... Dass wir einen hier ranlocken? So. Tja, blöd gelaufen. Ich hab Federn. Das klang deutlich weniger cool, als ich dachte. Oh, 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 oh. Oh nein, sie haben Waffen. Oh, wieder so ein Dicker. Ich krieg einen zu viel. Effektiv? Nein. Aber definitiv kreativ. Mal sehen, ob du... Oh, der hat mir wieder einen gegeben. Alter, die Dicken, die können richtig gut einstecken, ne? Die großen, starken Männer hier. Ich kann mich auch an dem nicht ran schwingen, um ihn so ein Netz, mit dem Netz mich da ran zu schwingen und ihm dann eine zu geben, ne? Oh, und runter vom Dach. Ich glaube, das wird nichts, mein Freund. Da haben schon so viele nachgefragt. Das ist dem Underground vorenthalten. Hallo. So. Die kriegen wir doch alle weg hier. Ich finde das ganz lieb, dass die immer zugucken, während ich mich mit einem beschäftige. Und nicht eingreifen unbedingt. Oh, ihr dürft einmal aufstehen. Aber die nehme ich. Okay. Daily Bugle gerettet. Ob Jonah Jameson dafür dankbar sein wird? Nö, höchstwahrscheinlich nicht, ne? Sind jetzt Geschichte. Es gibt nichts mehr zu befürchten. Garantiert sind wir auch noch schuld, dass der Daily Bugle überhaupt zum Ziel wurde von Kriminalität. Und Grausamkeit. Meldet euch über die App. Hat mich gefreut. Kriminalität, kriminelle Absichten? Oh mein Gott. Ich muss helfen. Die nur entstanden sind, weil wir als Spider-Man durch New York reisen und das Böse bekämpfen, ja? Ah, Jonah, der liebt uns. Ein ganz großer Fan. Insgeheim liebt er uns. Ist so eine Hassliebe. Er braucht uns. So, jetzt haben wir die Doc schon erreicht. Mal gucken, was Derek von uns möchte. Oh, der Prowler. Ich darf seine geheime Identität nicht preisgeben. Okay, los damit. Erzähl mir die ganze Geschichte. Finn, Roxxon, der Underground. Das ist ziemlich viel auf einmal. Du bist 17, gestresst und du bist ein Superheld. Du musst dich auch mal entspannen. Mischst du dir noch Beats? Nicht besonders oft seit dem hier. Work-Life-Balance, Kleiner. Das Allerwichtigste. Hier. Ein kleines Projekt von früher. Von deinem Dad und mir. Unser Mixtape. Die Texte waren auch schon fertig. Warum erfahre ich das erst jetzt? Weil es nie fertig geworden ist. Wir haben Straßenlärm gesampelt. Die Stadt sollte den Beat vorgeben. Aber dein Dad hatte die Master. Und dann, nach unserem Riesenkrach... Aber du kannst es fertigstellen. Und es macht deinen Kopf frei. Ja. Ja. Okay. Was muss ich tun? Lad das mal. Ich erkläre es dir. Ich habe Hologramme als Hilfe erstellt. Scanne die Quelle. Hologramme, hä? Klaust du meine Moves? Ich habe sowas schon gemacht, bevor du auf der Welt warst, Kleiner. Okay. Okay, nicht an Finn denken. An Sounds denken. Den Kopf frei kriegen. Scanne die Hologramme, das schaltet Dateien auf dem Stick von mir frei. Damit kannst du rausfinden, nach welchem Sound du suchst. Jetzt such den Originalsound und hol dir eine saubere Aufnahme.
Hey, was soll denn das sein? Das muss ich nur mal hören. Du musst näher ran, um alles richtig abzustimmen. Ich hätte jetzt fast gesagt, die Stange, dass da was gegengekommen ist, aber das scheint es nicht zu sein. Wie groß ist denn das Gebiet hier? Also bis wo geht das? Das sind nur die Docks. Das ist nur hier vorne. Ich kann damit nichts anfangen. Was zum Geier soll ich denn... Ach so. Ja. Warte mal, wo ist denn das Hologramm? Hier vorne. Okay, und damit kann ich nichts machen. Finde die übereinstimmende Audioquelle. Okay, hier ist auch schon wieder Ende. Das heißt, uns bleibt nur der Bereich hier vorne. Zu weit weg. Das heißt, wir waren hier schon dicht dran, ne? Das geht noch bis hier ins Wasser rein. Aber die Schiffe sind damit nicht gemeint, oder? Ich finde, die Glocke sticht heraus. Versuche, diesem Klang nachzuspüren. Aber welche Glocke? Also es wäre möglich, dass die Boote damit gemeint sind? Vielleicht so eine Boje? Haben wir hier eine Boje? Ja, aber außerhalb des Bereiches. Hey, was denn für eine verdammte Glocke? Hier ist keine Glocke. So ein komisches Schiff? Du bist zu nah an der Audio. Der Sender rechts zeigt an. Zu nah. Quelle blockiert. Guter Sound, aber zu gedämpft. Du brauchst freie Sicht. Bin immer noch zu nah. Suche die Quelle. Also hier soll ich stehen bleiben. Ach, wow. Du brauchst unbedingt freie Sicht, okay. Damit es keine Verzerrungen gibt. Also wieder irgendwo nach oben. Aber da bin ich zu nah dran, sagt er. Würde das noch ausreichen? Okay. Gut abgestimmt. So ist es perfekt. Suche die Quelle. Haben wir hier irgendwo eine Glocke sichtbar? Das muss ja dann das Schiff sein, ne? Das Richtige. Such weiter. Wir sollen einmal durchprobieren. Okay, den guten können wir uns auch nicht anhören. Doch die Boje? Ah. Ja, das ist es. So eine simple Quest und trotzdem etwas etwas außerhalb meiner kognitiven Reichweite. Ein Gefühl für die Orte kriegst. Oh, klasse. Nicht jetzt.
Oh. Hey, was Gutes gefunden? So viel zum Ruhestand, ja? Wirklich interessante Dynamik. Siehst du? Der Opa kennt sich noch aus. Und das macht doch tatsächlich meinen Kopf frei. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich muss versuchen, Finn das Ganze auszureden. Persönlich? Wo? Trinity Church. Morgen Abend. Wieso fragst du? Ich frage, weil du eine wandelnde Zielscheibe bist. Du musst mich nicht beschützen. Ist wohl nötig. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, er ist nicht im Ruhestand. Weißt du, du hast gesagt, dass das Tape nie fertig wurde, weil du dich mit meinem Dad verkracht hast. Was ist eigentlich damals passiert? Es war kompliziert. Wir waren uns zu ähnlich und zu verschieden. Mach das Tape fertig, sammle alle Samples, dann erzähle ich dir alles. Versprochen. Okay, das wird mich auf jeden Fall interessieren. Danke. Also das Tape machen wir fertig. Jetzt nicht in eins durch, aber... Trinity Church. Ich wusste es. Tinkerer gehört euch. Den Jungen lasst ihr in Ruhe. Ich hab's gewusst. Er ist nämlich doch... Er ist weder gut noch böse. Also gut zu uns, böse im Allgemeinen. Das habe ich mir schon gedacht. Jemand, der sich zur Ruhe setzt, der läuft nicht ständig als Prowler durch die Gegend. Mann, hat das gut. Ich war fertig. Okay. So, dann wollen wir uns mal wieder auf den Weg machen. Aber ich würde mich gern umziehen. Also dieses Outfit hier mit dem Rucksack, das gefällt mir nicht. So, einmal die Anzüge. Oh, wir haben sogar schon was Neues. Wir haben die Möglichkeit für einen neuen Anzug. Oh, wir können den... Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Wir können unseren Comic-Anzug, den würde ich gerne mal spielen. Na, das ist sowas von 90er Jahre Gangster. Nicht so. Das sieht auch nicht schlecht aus. Finde ich auch cool. Mal die Spinne auf der Brust sieht ein bisschen aus wie ein Totenkopf, ne? Der Punisher Spider-Man. Ich stehe ja tatsächlich mehr so auf diesen originalen Anzug, muss ich ehrlich sagen. Würde aber in dem Fall den Comic-Anzug nehmen. Spielen wir natürlich nicht zu lange, aber den muss ich ausprobieren. Also den will ich spielen. Das sieht so falsch aus, ne? So eine mega geile Grafik hier. Es sieht alles so relativ... Es sieht alles so gut aus. Okay. Und dann kommen wir hier als Zeichentrickfigur. Ich hoffe, sie geht ran. Okay, das sieht wirklich falsch aus. Aber mega geil. Gefällt mir total gut. Hey, wir müssen reden. Persönlich. Damit du mich wieder anlügst? Ich muss das richtig stellen. Bitte. Komm zur Trinity Church. Keine Lügen mehr. Versprochen. Wenn du mich reinlegen willst. Gut. Wir sehen uns dort. Immerhin trifft sie sich mit mir. Okay, Trinity Church. Dann los. Okay, wir könnten jetzt zur Trinity Church. Wir haben da Verbrechen, aber Verbrechen lohnt sich nicht, ne? Wortwitz. Verbrechen lohnt sich nicht. So, ich möchte aber gerne die Kiste hier mitnehmen. Können wir immer gebrauchen. Ah, okay. Hier wissen wir jetzt schon, wo wir hin müssen. Was zum Geier? Ein Panzer? Wieso ist da ein Panzer? Kommt da noch irgendwer raus? Fährt das Ding autonom? Okay, das war neu. So ein Panzer, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, wir haben hier wieder so ein paar Underground-Soldaten. Von Roxxon. Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube nicht, dass der geklaut ist von Roxxon.
freundlichen Waffen. Manchmal denke ich, die gehören auch so. Die stecken so ein Teil unter eine Decke. Ich glaube, Tinkerer wird auch noch verraten von ihren Leuten. Weil die von Roxxon noch bezahlt werden. Haben wir eine neue Theorie aufgestellt? Wird sich dieses Mal unsere Theorie bewahrheiten? Höchstwahrscheinlich nicht. So. Ganz genau. Der Comic Spider-Man. Ich bin... Okay, ich bin 3D, aber... Ich bin aktuell nicht real. Ich kann nicht verletzt werden. Was habt ihr vor? Was soll ich machen mit dem Auto? Okay. Komm mal hier. So, jetzt nur noch den anderen. Ja, kommt er noch mal raus zum Spielen? Oh, jetzt müssen wir das Auto anhalten. Es hat wieder nicht funktioniert. Nein, nein. Ein weiteres Waffengeschäft ist verhindert. Hab ich gut gemacht. Wir haben es wieder nicht geschafft, die Karre vernünftig anzuhalten. Die Cops brauchen das als Beweismittel. Hoffe, die Netze stören nicht. Ja, ich denke mal eher so die Schäden auf der Straße, die Scherben, das kommt bestimmt nicht gut an. Okay, wir haben hier nochmal die Möglichkeit, wo war es? Da in der Ecke, unser Sample noch weiter aufzubauen. Jetzt weiß ich ja auch, was wir machen müssen, ne? So, das... Schätzungsweise hier oben auf der Hausecke. Da. Müssen wir dieses Hologramm finden? Theoretisch ja. Ah, da unten ist es. Hier. Deine Mom wohnte hier nach dem College, wusstest du das? Sie war schon mit deinem Dad zusammen. Wir verbrachten hier viel Zeit. Ein sanfter, gleichmäßiger Rhythmus begleitete uns. Ein sanfter Beat. Ein sanfter, gleichmäßiger Rhythmus? Bestimmt das hier vorne, oder? Wenn die Autos darüber fahren vielleicht? Was haben wir denn hier noch? Ja, also wir haben hier so ein paar Platten. Ein sanfter... Oder gucke ich in die... Nee. Der Ort selber ist ja... Okay, die Platte scheint es nicht zu sein. Ja, einfach so mir nichts, hier nichts über die Straße geht. Nö, ne Auto hat Bremsen, ich nicht. Er kann ja nicht anhalten. Die Autos können ja bremsen. Er hat keine Bremsen an den Schuhe dran. Ne? Er geht einfach rüber. Zu weit weg. Das ist es nicht. Gleichmäßig und sanft schon gar nicht. Okay, es ist auf jeden Fall nicht an der Straße, so wie es aussieht. Da waren wir zu weit weg. Etwas, was es schon länger gibt. Irgendwas, was schon länger gibt. Den Weihnachtsmarkt gibt es ja eigentlich nur zu Weihnachten. So, wir haben hier irgendwo noch eine Musikquelle. Ah.
aber... Geschenke, Muffins, ein Baum, der Zug. Das wird alles schon länger hier stehen. Ich hätte wirklich gedacht, das ist die Straße. Man kann auch hier nichts weiter sehen, wo man sagen würde, okay, das ist definitiv hier schon 100 oder 120 Jahre vorhanden. Ach, jetzt sind wir hier hinten auch gar nicht mehr so weit weg. Bin mir sicher, das ist hier irgendwas an der Straße. Kann ich machen. Ich kann hier richtig einzelne... Was? Wir sollen so tun, als wäre er ein Schurke. Kann ich nicht. Ich darf aktuell nicht. Ich habe zu tun. Keine Spielereien während der Arbeitszeit. Boah, ist ja wie mein Chef, ey. So, ich wette, der ein oder andere hier hat schon irgendeinen Gedanken gehabt, was es sein könnte. Aber ich komme da aktuell nicht drauf. Es muss ein... ein gleichmäßiges Geräusch sein. Aber letztes Mal muss man ja dazu sagen, es war ja außerhalb dessen. Ne, die Boje war ja eigentlich gar nicht mehr in der Zone drinne. Schnauze mal jetzt, ich muss mich konzentrieren. Okay, irgendwas, was es schon ewig gibt? Was gibt's denn hier schon ewig? Und es muss einen gleichmäßigen Takt vorgeben. Ah. Zu weit weg. Hier ist es doch. Immer noch zu weit weg. Ja, unauffällig. Aber ein guter Beat. Ja, schau mal einer an. Das Leben damals war gut. Wir dachten, es würde immer so bleiben. Meine Mom fing als Lehrerin an. Mein Dad wurde Polizist und ich machte mir gerade als Prowler einen Namen. Wir hatten alle so unsere Geheimnisse. Da kann man stolz drauf sein. Mein Dad und ich kamen uns jobmäßig zu oft in die Quere. Onkel Aaron, wenn du irgendwas anderes gemacht hast. Wir hatten unsere ganze Zukunft gerade aufgebaut. Deine Mom, die fing an, als Lehrerin zu arbeiten. Dein Dad war ein echt guter Polizist. Und ich machte mir als Krimineller gerade total den Namen. Ich weiß. Ja, da hat er sich seine Zukunft aufgebaut. Ja, das ist schon mal... ja, weiß nicht. Ist schwierig. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, wir machen auf dem Weg zu Tinkerer, alias Finny, werden wir noch ein paar kleine Missionen machen, um den nächsten Anzug wieder freizuschalten. Vielleicht ziehe ich mich noch einmal um hier. Ich möchte gerne als gut aussehender Spider-Man unterwegs sein, muss ich ehrlich sagen. Entweder der weiße Anzug, den finde ich ja bis jetzt ganz schnieke von dem, was wir haben, oder der schwarze. Oder der hier. Wir nehmen mal den hier. Der sieht doch auch ganz geil aus. Eine Werbetafel sabotiert. Der sieht doch echt geil aus. Was für einen dicken Trizeps ich da drin einfach mal habe. So, nächste Folge geht's weiter. Wir wandern Richtung Tinkerer, machen ein paar kleine Missionen nebenbei. Seid gerne wieder mit dabei. Und wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao.